Feuerpause brüchig sein mag, er will sie als Erfolg verstehen. Die Nachrichten des Tages, heute mit Christian Sievers. Und dem, was wichtig ist an diesem Montag, ich begrüße Sie ganz herzlich und Norbert König kümmert sich nachher um den Sport. Ja, auch um ein bisschen Tennis. Guten Abend. Brüchige Waffenstillstandsvereinbarungen, weil es auf beiden Seiten einen permanenten Machtkampf zwischen Hardlinern und Kompromissbereiten gibt. Freiwilligenbataillone aus nahezu jedem politischen Spektrum verstärken etwa die Regierungsseite und in der Ukraine ist Wahlkampf. Eine Friedenslösung ist dadurch nicht einfacher geworden. Brüchige Waffenstillstandsvereinbarungen, weil es auf beiden Seiten einen permanenten Machtkampf zwischen Hardlinern und Kompromissbereiten gibt. Freiwilligenbataillone aus nahezu jedem politischen Spektrum verstärken etwa die Regierungsseite und in der Ukraine ist Wahlkampf. Eine Friedenslösung ist dadurch nicht einfacher geworden. Die Kämpfe sind also erstmal weitgehend eingestellt. Die Lage im waffenstarrenden Osten der Ukraine bleibt hoch angespannt. Als Zeichen, dass man jetzt keinen Zentimeter weiter weichen wird, flog der ukrainische Präsident Poroschenko heute ins strategisch wichtige Mariupol. Die Hafenstadt am Schwarzen Meer ist quasi umstellt von pro-russischen Rebellen. Sollte sie von den Separatisten eingenommen werden, ergäbe sich ein russischer Landkorridor bis zur Krim. Katrin Eigendorf ist für uns in Mariupol. Selten sieht man den ukrainischen Präsidenten so entspannt wie heute in Mariupol. Eigentlich eine schwierige Mission, der Besuch in der umkämpften Hafenstadt. Als Staatspräsident und Oberbefehlshaber der Armee in Uniform würdigt er die, auf die sein Land jetzt setzt. Die Bürgerwehr von Mariupol. Und auch wenn die Feuerpause brüchig sein mag, er will sie als Erfolg verstehen. Wenn die Feuerpause nur erreicht hat, dass mehr als 1000 ukrainische Kriegsgefangene freikamen und das Leben von Dutzenden ukrainischen Soldaten und Zivilisten gerettet wurde, zeigt es, dass es funktioniert. Poroschenko wirbt mit internationaler Unterstützung angesichts der Bedrohung. Der ganze NATO-Gipfel hat volles Verständnis, Solidarität und Einigkeit in der Frage der Ukraine gezeigt. Die Ukraine muss von der NATO unterstützt werden und ich werde höchstwahrscheinlich genug Unterstützung bekommen. Eine moderne Armee, gut ausgebildete Soldaten, das ist das wichtigste Ziel, das der Präsident heute verkündet. Der Überraschungsbesuch des ukrainischen Präsidenten in der umkämpften Hafenstadt Mariupol hatte wohl vor allem einen Zweck, die Bevölkerung zur Einheit aufzurufen. Und während im Osten von Mariupol wieder an einigen Stellen gekämpft wird, stehen sie hier zusammen gemeinsam mit dem Präsidenten, singen Gouverneur und Bürgerwehr die Nationalhymne an diesem Tag. Feuerpause brüchig sein mag, er will sie als Erfolg verstehen. Feuerpause brüchig sein mag, er will sie als Erfolg verstehen.